Hallo alle zusammen, mein Name ist Dr. Pressure und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem zweiten Spenden-Duel. Ich freue mich riesig, dass ich einen ganz besonderen Gast heute an meiner Seite habe, German LPK. Hi. Wunderschönen guten Tag, Doktor, und schönen guten Tag auch an euch, liebe Zuschauer. Ja, das ist ein Spendenduell und wir haben uns natürlich auch ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was mich persönlich, und wir haben uns eben schon ein bisschen unterhalten, was uns aufgefallen ist, nämlich welche Spielweise führt denn eigentlich in Black Ops 2 nur zum Erfolg? Und da hat sich ja auch einiges getan, da ändert sich immer so ein bisschen was in jedem Call of Duty Teil. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man in Black Ops 2, also ich persönlich, habe fast keine Chance mehr, richtig aggressiv zu spielen, weil ich einfach dann immer zerstört werde. Wie ist es bei dir? Kann ich absolut bestätigen. Ich weiß, dass es einige gibt auf YouTube, die auch sagen, nee, das ist Quatsch, man muss voll draufhauen, voll in den Spawn rein. Aber, wie du schon sagtest, wenn man es macht, also bei uns beiden ist es scheinbar so, dann klappt das gar nicht, ja. Und ich schätze mal, dass das auch vielleicht daran liegt, dass man eben extrem viel sprayen kann diesmal und dass man dadurch auch Deaths kassiert, wo man sie in den älteren Teilen eigentlich nicht kassiert hätte. Ja, weil man muss ja gar nicht so sehr darauf achten, man muss nur irgendwie in die Richtung schießen, man trifft ja sowieso. Und ich glaube, das ist so ein Riesenproblem bei diesem COD, oder was heißt Problem, je nachdem, wie man sieht. Fakt ist, ich gehe schneller down und habe selber gemerkt, ich muss defensiver spielen, dann geht's auch KD-mäßig höher. Ja, also ich habe genau dasselbe Gefühl und ich meine, es ist ja auch so, dass also immer, ich gehe sowieso fast gar nicht mehr so richtig in die Gegner spawnen und ich versuche sowieso immer eher defensiver und, sagen wir mal, nicht headglitchen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich auch viel schneller sterbe. Also wenn ich in den richtigen Zweikampf gehe, indem ich mich nicht irgendwie in eine Position bringe, in der ich einen Vorteil dem Gegner gegenüber habe, dass ich dann, ja, zack, ich bin einfach viel, viel schneller tot. Und das liegt sicherlich auch daran, dass alle Leute mit SMGs rumlaufen. Und ganz viele Leute irgendwie hier mit Hipfire und Laservisier einfach Pre-Fire um die Ecke kommen und sprayen, was das Zeug hält. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, liegt es auch an der Spielmechanik. Also ich sterbe total viel im Zweikampf. Und wenn ich den Zweikampf suche, dann muss ich echt Glück haben. Da denke ich mir dann manchmal so, ist es jetzt wirklich ein Könnensvorteil gewesen, dass ich gewonnen habe oder der andere gewonnen hat? Oder war es irgendwie ein total random, komischer, Lag oder was auch immer, der dazu geführt hat, dass der andere gewonnen hat? Und darüber beschweren sich auch extrem viele Leute so, dass sie sagen, ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht mehr die Spielweise spielen, die ich eigentlich spiele, weil das Spiel mich dazu gar nicht lässt. Und ich meine, da wirft sich für mich die Frage auf, ist das Spiel so konstruiert, dass man eigentlich zum Campen angeregt wird? Oh, das ist eine interessante Frage. Würde ich erstmal, ohne da jetzt mir groß Gedanken drüber gemacht zu haben, nein sagen. Also ich glaube nicht, dass das Spiel zum Campen gemacht wurde. Ich glaube einfach, dass dieser COD-Teil noch mehr auf Zufälle basiert. Das ist wahrscheinlich gewollt, ja, dass man zufällig entweder den Zweikampf gewinnt, wie du sagst, oder zufällig verliert. Weil das ist mir auch aufgefallen. Ich habe so oft Momente, wo ich einfach wirklich aus dem Spiel heraus sage, Mensch, nein, dieser Tod geht jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Den hätte ich eigentlich normalerweise in den älteren Teilen geholt. Ich weiß es einfach. Nun sagen ja viele, den Begriff muss man da auch immer mit in den Raum werfen, Lag Compensation wäre schuld dran. Und ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nur, also gerade wir PC-Spieler, wir haben ja diese dedizierten Server, so halbwegs da. Ich habe am Anfang das nicht geglaubt, dass wir welche haben bei Black Ops 2, weil es sah so nach Host-System aus und es hat sich wieder so gespielt, als ob da ein Typ in der Lobby Host wäre, dass ich nie im Leben drauf gekommen wäre, dass das tatsächlich Server sind. Und ich glaube, dass man da der Lag Compensation auch viel in die Schuhe schieben kann, dass gerade dadurch diese dämlichen Tode entstehen.
Weil ich habe eigentlich hier eine Top-Leitung. Ich habe hier eine synchrone 25.000er, wobei ich habe im Upload sogar noch mehr. Ich habe einen Ping von 15 und trotzdem kassiere ich Tode, wie ich ja gerade schon sagte, wo ich einfach das in keinster Weise einsehe. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz brennender Punkt. Und das hat, ich weiß nicht, wie gesagt, eigentlich die Eingangsfrage war jetzt mit dem Campen. Da könnte ich höchstens sagen, dadurch, dass immer und immer mehr Elemente auf die Map kommen, also irgendwelche blöden Objekte, die im Weg rumstehen, da ein Auto, hier eine Kiste, dann können die Kisten ja, wie heißt die Map, Cargo, glaube ich, oder so, da können die Kisten ja schon hoch und runter fahren, das heißt, da verschieben sich diese Objekte, wo man sich theoretisch irgendwie dran stellen kann, auch noch. Das ist vielleicht eher der Fall. Wenn man sich der ältere COD-Teile anguckt, da waren deutlich weniger Objekte anzutreffen. Ja, aber ich meine, auf jeden Fall, das ist ein Riesenpunkt und er ist mir direkt auch aufgefallen. Und ich meine, das verändert die Spielweise ungemein, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Black Ops 2, mit Black Ops 1, Entschuldigung. Ja. Da waren die Maps, die waren eher so wie so Paintball-Felder gebaut. Da gab es gar nicht so viel, so Trullala, da wie auf Aftermath, wo einfach, also ein riesiger Schutthaufen, wo eigentlich in jeder Ecke irgendeiner sitzt, ja. Und ich meine, auch das hat die Spielweise krass verändert und natürlich auch, was du eben angesprochen hast, aus meiner Sicht, hundertprozentig, das Lag-Thema, das verändert die Spielweise ungemein, weil die Leute wissen, es ist ein, wie als würde ich würfeln, wenn ich in den Zweikampf gehe. Also wieso gehe ich denn in den Zweikampf und wieso mache ich es denn nicht so, dass ich dann mich, wie ich das eben gesagt habe, in eine Position bringe, in der ich von vornherein einen Vorteil habe, Stichwort Headglitch. Ja. Aber ich meine, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den Black Ops 2 verändert hat. Nämlich, dass man extrem viel Punkte kriegt, wenn man irgendwelche Objectives bespielt. Und auch das verändert ja die Spielweise und ich meine, der einzelne Kill, wenn man jetzt mal Herrschaft sich anschaut, 100 Punkte für einen Kill, 125, wenn man eine Flagge verteidigt und 200, wenn man jemand killt, wenn man selber eine Flagge einnimmt, da sieht man einfach, ohne die Objectives hast du eigentlich, ist es sehr viel schwieriger, hohe Killstreaks aufzubauen oder eben dann das Spiel zu gewinnen und einen erfolgreichen Score am Ende hinzulegen. Und ich meine, wie ist es bei dir oder wie siehst du das? Glaubst du, es werden mehr Objectives bespielt, also Flaggen eingenommen, Bomben geplantet und sowas? Also eigentlich müsste ich jetzt ja sagen. Aber wenn ich spiele, bin ich irgendwie immer der Einzige, der anscheinend die Flaggen einnimmt. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist wie in den alten Teilen, die Leute spielen nicht, wie ich immer so schön gesagt habe, der Modus, der da oben, wenn die Map lädt, drüber steht. Ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn da Herrschaft steht, dann habe ich da drei Scheißflaggen, A, B, C, und diese Scheißflaggen soll ich einnehmen oder ich soll sie verteidigen. So. Und vielleicht machen es ein paar mehr. Insgesamt glaube ich aber, wissen viele anscheinend immer noch nicht, dass das in Black Ops 2, wie du schon sagtest, eben wirklich enorm viele Punkte bringt. Und ich habe wirklich schon Streaks aufgebaut, nur durchs Einnehmen, nur durchs Verteidigen. Und das ist echt enorm. Was aber, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass mehr Leute eben Objective spielen, dann wäre aber unser Punkt auf jeden Fall widerlegt, der da heißt, es campen mehr Leute, weil wenn du die Punkte einnimmst, musst du ja erstmal hin zum Punkt, das heißt, du musst laufen. Und zum anderen, dort, wo die Punkte liegen, hat man eigentlich kaum Möglichkeiten, sich zu verstecken. Also gerade die B-Bombe, B-Platz bei Herrschaft, ich rede immer von Herrschaft meistens, da kannst du dich doch gar nicht verstecken, ja. Und auch und A und C genauso. Also ich glaube, das mit dem Campen, wie gesagt, glaube ich eher nicht so. Das hat eher eine gute Sache hier mit diesem ganzen, dass man mehr Objective spielt, dass es eigentlich weniger Camper gibt. Sicherlich, aber ja, ich meine, du hast schon recht, die Leute haben das vielleicht auch noch nicht so realisiert. Und was die ganze Sache halt doch wieder dann verhindert, dass die Leute sich dann echt auf die Flagge werfen, ist einfach das Risiko. Also ich bin auch jemand, ich spiele richtig gerne Objective, weil das macht mir Spaß. Ich habe Bock, immer wieder auf die B-Flagge zu rennen und ich habe Bock, sie irgendwann einzunehmen und wenn es mit Rauch und Granaten-Spam ist. Aber ich habe Bock, sie zu holen, weil ja, ich kriege meine Punkte und ich will das Spiel gewinnen. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja ein riesiges Risiko wieder. Weil das, was wir eben angesprochen haben, dass man halt einfach auch schnell weggesprayt wird, das führt halt auch dazu, dass wenn du dich auf die Flagge legst,
dann stirbst du auch ungemein oft. Also irgendwo ist es so, es hebt sich alles so ein bisschen auf. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal, zumindest für mich im Gameplay, ein bisschen frustrierend, oder? Weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich machen soll, weil manchmal so nicht so richtig funktioniert. Also was, ich weiß nicht, was ist denn jetzt so für dich, wenn du jetzt spielst, was, wenn du deine Gameplays überlegst, wo du gut abgeschnitten hast und wo alles top gelaufen ist, wie hast du es gemacht? Hast du Objective gespielt oder hast du so eine Mischung gespielt oder hast du dich defensiv über die Map, sag ich mal, patrouilliert und hast ein bisschen geguckt, wo so die Action abgeht? Bei mir ist es ganz klar eine Mischung. Das kann ich so sagen. Also ich spiele eigentlich automatisch Objective. Das ist einfach so. Wenn ich, wie gesagt, Herrschaft spiele oder weiß was ich. Ich habe letztens mal angefangen, ein bisschen Sprengkommando zu spielen und mich hat's automatisch zu diesen Bombenplätzen hingezogen. Ich wollte die Bombe haben und ich wollte auch eigentlich immer legen, weil es gibt ja Punkte dafür, wie gesagt. Und wie gesagt, ich spiele immer den Modus, der da oben drauf steht. Und ich kann eben nur sagen, für mich ist es eine Mischung. Und aus dieser Mischung kann sich eine Top-Runde entwickeln. Aber ich gebe gerne zu, dass diese Mischung, weil ich immer so auf Objective spiele, dass das, glaube ich, teilweise auch scheiße ist, weil dadurch reiße ich mir doch manchmal eine Runde runter, wo ich eigentlich sagen könnte, die wäre jetzt top gewesen, wäre ich nicht dreimal da wieder mit voller Wucht auf den Punkt gelaufen, auf das Objekt, was ich einnehmen kann, was ich verteidigen kann oder was ich auch immer damit machen will, wäre ich da nicht hingegangen, hätte ich 3 Deaths weniger, ne? Vielleicht, also es ist jetzt rein hypothetisch, aber auf jeden Fall bin ich jemand, der das sehr gemischt macht. Also so defensiv nur spielen, kenne ich nicht. Nee. Ja. Also bei mir ist es eigentlich auch eine Mischung und ich glaube, das ist auch das Gesündeste, wobei ich immer noch schaue, wenn ich so eine Runde anfange, dann gucke ich mir dann so in der ersten Minute, dann checke ich so ein bisschen ab oder versuche bewusst darauf zu achten, wie die Gegner sich verhalten. Weil das für mich total oft auch der Indikator ist, dass ich sage, wie spiele ich jetzt? Wenn ich merke, die Gegner sind total killorientiert und interessieren sich überhaupt nicht für B, bei Herrschaft jetzt mal, dann spiele ich auch killorientierter. Und also das wäre so meine Empfehlung auch für die Leute, die sich dafür interessieren, so ey, wie reiße ich jetzt das geile Gameplay? Schaut euch eure Gegner an und schaut euch an, wie ihr dann darauf reagiert, weil aus meiner Erfahrung bringt das eigentlich den besten Zweck und dann auch trotzdem die Mischung einzubringen, weil es ist ja auch manchmal ganz sinnvoll, eine Flagge zu verlieren, ja, und sie dann wieder zu cappen, weil bringt ja mehr Punkte. Also ja, also das ist vielleicht so eine kleine Empfehlung, die ich euch mit auf den Weg geben kann und ja, ich glaube, wir haben es alles ganz gut so zusammengefasst, oder? Finde ich auch. Ich will aber noch eins sagen bei den Empfehlungen und zwar schaut auch aufs eigene Team. Wie oft erlebe ich es, dass das Team losrennt, wie verrückt will, in den gegnerischen Spawn sozusagen und die lassen den A-Punkt völlig liegen. Also wenn ihr jetzt bei A spawnt. Und da könnt ihr euch schon mal die Punkte abholen für den A-Punkt. Auf jeden Fall, das würde ich immer so machen. Also ich nehme immer erstmal den Punkt ein und versuche dann möglichst auch den B-Punkt einzunehmen, weil es ist einfach klar, wenn du am Anfang 2 Punkte schon mal hältst, kannst du da einen riesengroßen Vorsprung im Grunde rausholen. Und von daher, wenn die anderen alle wie verrückt nach vorne preschen, Pressure, ja. Dann kannst du A einnehmen und wenn es geht, auch noch B, weil dann bist du eigentlich der Held, bloß keiner wird dich loben. Ja, doch. Die erste Killstreak ist schon fast sicher. Was ist noch einen Kill? Stimmt. Super Empfehlung, echt. Es ist auf jeden Fall, das habe ich, ja, super Ergänzung und haben wir, ich würde sagen, ziemlich rund. Ich hoffe da draußen, ja, Jungs, es denkt da ab und zu dran. Es wird viel besser laufen, bin ich mir ganz sicher. Und das war es jetzt erstmal von uns. Vielen, vielen Dank an dich, LPK. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das Projekt Team Pressure unterstützt, hilft. Und denk dran, Jungs, ja, supportet das Video. Wir spenden diesen Dezember noch ordentlich was und sammeln. Und schaut euch das Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, was ich zu diesem Spendenprojekt gemacht habe. Schaut euch an, informiert euch und wählt natürlich auch aus, wohin das Geld gehen soll. Das war es jetzt von mir. Ich sag danke und tschüss an dich, LPK. Ja. Ja, bitte, bitte. War kein Problem, habe ich sehr gern gemacht. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Video. Euer Dr. Pressure.